Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic Gelehrte. So, dann mal den Punkt verteilen, den wir in der letzten Folge gekriegt haben. Ja, maximale Reichweite erhöhen klingt nicht schlecht. Geist schwächen, die Dauer erhöhen, ja. Oder den Schaden durch Machtrüstung, also den absorbierten Schaden durch Machtrüstung erhöhen. Klingt alles ganz gut. Ich nehme erstmal das. Ob die hiervon erzählen? Ich glaube nicht. Nee. Kommt denn der auf einmal her? Aber bei den Rackgullen hier vorne droppt, glaube ich, dieses Überwachungsgerät. Ja. Das ging ja schnell. So. Na, droppt hier gar nichts? Das gibt's doch nicht. Hatte ich doch recht mit der miesen Drop-Rate. Man muss sich nur einmal beschweren und da kommt's. Alles klar, aber den Bonus machen wir noch. Ihr vorne dürft. Juhu. Und... Ach, das war sowieso eine Fünfergruppe. Ich dachte Dreier. Naja. Man sollte natürlich auch mal hingucken. Ich glaube, in die Fabrik selber geht es dann erst als Folge rein. Oh. Zu viele. Die respawnen aber schnell und haben eine große Reichweite. Ui. Naja. Och, das gibt's doch nicht. Ich baue mir jetzt die Machtbetäubung mal hier hinter. So. Das bin ich nämlich eigentlich gewohnt. Alles klar. Ja, hier komme ich, glaube ich, durch ohne großartigen Kampf. Hier steht zwar eine Truppe, aber... Das klappt, jawohl.
So, ich habe deine süßen kleinen Haustierchen und? Befreit. Habt ihr es getan? Habt ihr euch für die Nexus eingesetzt? Komischerweise einfacher, als sich gegen die Nexus einzusetzen. Sagt mir, wie es gelaufen ist. Eure Nexu-Jungtiere sind sicher. Oh, dank eures Einsatzes können sich zukünftige Generationen am Anblick stolzer Nexus erfreuen, die ihre Beute in den tarisianischen Sümpfen jagen. Wahrscheinlich menschliche Beute. Jetzt sollte es bedeutend weniger Nexu-Angriffe geben, da sie ihre Jungen nicht mehr beschützen müssen. Habt Dank. Werden wir unsere Pläne jetzt ändern, was die Rettung des seltenen tarisianischen Borkenkäfers angeht? Oh Mann. Die sind doch alle bekloppt. Hat Kaisen bei mir noch gar keine Handschuhe an? Oh, Kaisen hat noch gar keine Handschuhe an. So. Jetzt hat er sie zwar optisch immer noch nicht an. Aber immerhin. Ihr seid zurück. Lasst uns die Aufzeichnungen auswerten und die Rockwelle sehen. Beruhigt euch, Mola. Ich denke, etwas Dank wäre angebracht. Ja, natürlich. Wir wären niemals in diese Bauten gegangen, nicht mal mit Eskorte. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich gewesen. Wenn die Rakule eine Gefahr darstellen, muss man sich ihnen stellen. Wenn alles klappt, werden wir euch garantiert im Fachblatt für Empfindungslehre erwähnen. Mola, wie wäre es mit... Die Kolonisten auf Taris verdanken euch wahrscheinlich alle ihr Leben. Glaubt ihr, dass das ausreicht? Ich lade die Aufzeichnungen hoch. Lasst uns weiterreden, sobald wir sie angesehen haben. Oh Mann. Der Unterschlupf der neuen Spezies sieht aus wie ein altes Kraftwerk. Und es gibt, seht euch das an, primitive neue Konstruktionen. Mola, die Tatsache, dass ihr eine Leiter bauen könnt, ist unsere geringste Sorge. Zweiter Tag, 11. Minute. Einer der neuen Spezies drängt die anderen zurück, um an eine Nahrungsquelle zu gelangen. Aber er berührt sie dabei nicht. Man sieht es deutlich, es gibt keinen Kontakt. Die neue Spezies kann die Macht benutzen. Oh. Der Orden wird darüber Bescheid wissen wollen. Ebenso wie einige bedeutende Wissenschaftler. Wir veröffentlichen unsere Entdeckungen noch früh genug. Aber jetzt haben wir größere Probleme. Wir wissen nicht, ob nur eine der neuen Spezies machtsensitiv ist oder alle. Wenn alle es sind, zieht der Stützpunkt eine Evakuierung in Betracht. Das ist die bisher größte Bedrohung für Taris. Wir brauchen Augen in diesem Rakul-Unterschlupf. Tja, lasst mich raten. Das könnte einfacher sein, als ihr denkt. Eine intelligente Spezies kommuniziert vielleicht mit uns. Darauf würde ich nicht wetten. In Ordnung. Dieser Unterschlupf befindet sich tief im Rakul-Gebiet. Einige der Kraftwerkstrukturen lassen sich noch erkennen. Ich statte euch mit einem Transmitter aus, damit wir sehen, was ihr seht. Ihr müsst nah ran, um die Kreaturen zu filmen. Aber sobald sie euch bemerken, müsst ihr tun, was zu tun ist. Ha. Wow, ein Mod. Moment. Nö. Genau, wir werden jetzt da reingeschickt. Alles klar. Ich schau mal, ob gerade jemand da ist, weil dort gibt es das Datacron, wo man zwei Leute braucht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die anderen Quests da unten keine Folge da drin hatten, aber ich glaube nicht. Ist hier ein Bonus? Oh, ja. Nachmittag, da sind hier nicht ganz so viele.
draußen? Nein, scheint nicht so. Und selbst wenn es so gewesen wäre, jetzt auch egal. Da liegt eine Leiche. Hat das irgendeine Bedeutung? Nö. Sein, dass da der Bonusboss dann drin ist. Tja, jetzt befürchte ich wirklich, dass ich keine Gruppe für das Datacron finde. Das ist Mist. Und zwar großer. Da oben ist es nämlich. Vielleicht kommt ja jemand. Und zwar, wenn man diesen Schalter hier drückt, bläst es hier Luft nach oben und auch jeden, der da steht. Dann muss man sich hier auf diese Rohre pusten lassen dadurch. Und tada, dann, ja, eben richtig landen, überlaufen. Und dann kann man sich das Datacron da eben auf der Plattform holen. Aber eben, das geht wirklich nur zu zweit. So, vielleicht findet sich ja in der Gilde jemand. Ach, war der Bonusboss hier unten? Ach, hier war der. Ich dachte, der war in der anderen Ecke. Na gut. Dann kommen Sie mal hier, Kreisen. Oh, der ist groß. Gildi hat sich bereit erklärt, aber der ist gerade noch im PvP. Drum mache ich jetzt erstmal die Quest weiter und dann warte ich zwischen dieser und der nächsten Folge, bis er da ist. Ist er ja schon mal. So.
Ach, hier drin gab es ja auch noch welche. War das auch noch ein Bonus extra? Nein. Gut. Das wäre es jetzt gewesen. Upala, nicht Sprint, ich wollte rennen. So. Der ist aber hässlich. War das gerade? Ausdauerwillenskraft. Ui. Zenegarisch. Aha, das ist also auch mit für uns. Und weil wir gerade beim Thema hässlich waren. Ach nein, wie schön. Oh Gott. Ich muss mir das immer mal anschauen. So. Tretet näher. Ich bin Bayon Siyu vom Sanesh-Tempel. Hey, hallo, Bayon Siyu. Nikul-Bezwinger, öffnet das Schloss! Dieses Holocron ist verrückt! Beruhigt euch. Ich kann nicht verrückt sein. Wahnsinn ist inneres Chaos. Und es gibt kein Chaos. Nur Harmonie. Augenblick. Wie habt ihr das tote Ding genannt? Nekgul! Den Namen hat er erfunden! Die Nekgule aktivierten mich, als sie empfänglich für die Macht wurden. Ich sah ihren Wissenshunger und begann, sie zu unterrichten. Sie haben nur bessere Methoden zum Töten gelernt! Ihr habt es gesehen! Dieser Jedi-Ritter, Danayor, betrat den Bau. Er suchte den Kampf und die Nekgule reagierten. Warum halten sie ihn am Leben? Die Nekgule ziehen gerade Energie aus dunklen Gefühlen. Sagt es! Sie reißen Kolonisten vor meinen Augen das Herz heraus, weil sie von Angst und Ekel leben! Warum unterrichtet ihr diese Kreaturen? Wie könnt ihr sie nur in Schutz nehmen? Einige Sith haben Schlimmeres getan, bevor sie einen anderen Weg wählten. Er ist verrückt! Es gibt hunderte dieser Dinger unter uns, beim Reaktor. Er sieht sie nicht als Bedrohung, aber sie dürfen nicht leben. Die Jedi nehmen keine Rache, Dana. Euer Plan wird nur Zerstörung und Unheil bringen. Diese Kreaturen sind gefährlich, aber ich würde beide Seiten anhören. Ihr wünscht, dass ihr mit der Kontrollkonsole den Reaktor startet und seinen Schutz reduziert. Was ihr plant, ist ein Massenmord. Kein denkendes Wesen verdient den qualvollen Tod durch Verstrahlung. Es geht auch anders. Sie wurden auf der dunklen Seite geboren. Sie ändern sich nicht. Ich brauche nur Zeit. Und die habe ich. Sie können mir nichts antun. Lasst mich mit ihnen hier und sucht nicht mehr den Tod. Schwierig, schwierig. Die Dinge sind wirklich brutal, bösartig und wild. Aber er hat nicht ganz Unrecht. Selbst jemanden, der eigentlich der dunklen Seite geboren wurde, kann sich noch positiv entwickeln. Wie zum Beispiel ja hier meine Sith-Brut, Yavin. Wenn sie denken und entscheiden können, lernen sie auch. Unterrichtet sie. Wir gehen. Euer Vertrauen wird niemals vergessen. Und nun befreit diesen Mann. Ich bin frei, aber sie leben ungestraft weiter. Wenn ich bei den Opfern keine Gerechtigkeit walten lassen kann, was dann? Kehrt an die Oberfläche zurück. Dann meditiert über das, was euch hierher brachte. Das werde ich. Danke, ihr habt mir das Leben gerettet. Ich bewundere euch dafür, dass ihr nicht dem Instinkt nachgegeben habt. Auch das müssen diese Nekgule lernen. Es mag Generationen dauern. Aber was die Dunkelheit anrichtet, kann das Licht ungeschehen machen. Eines Tages werden sie wie Menschen auf Taris wandeln. Professor Vral hier. Wir haben alles aufgezeichnet. Gute Arbeit. Wir haben den Plan gehört. Wir überwachen den Bereich. Und jetzt verschwindet, bevor noch irgendetwas zuhört. Okay.
So, dann wär's das für die Folge. Beim nächsten Mal hilft uns Charadi aka O'Neill an das Datacron zu kommen. Und wir prügeln uns weiter mit Rakulen. Bis dahin, stay frosty.